Ich muss, was mein Tour als Eichten für die Präsentation von den Novent, dass man ein ganz großes Eier, dass man heute dürfen als Büro präsentieren. Ich muss für Wäsch so ein Andrea an den Gast, wo schon ein Teil von dem werde ich wohl präsentieren, schon ein bisschen für Wäsch gezogen. Aber nichtsdestotrotz kommen wir trotzdem ein paar an Detail drauf zurück. So noch dafür der Bank de Luxembourg. An Luca, vielmals merci, dass wir überhaupt konnten hier als präsentieren. Wie Andrea Fiedro gesagt hat, unser Büro besteht aus vier Associen mit vier verschiedenen Nationalitäten suchen. Denn Stéphane, fangen wir mit Stéphane an, den wir hier gesehen, als Belsch, und Stéphane schwätzt dann noch natürlich, also in einem Spruch auf Französisch. Nadine wird kaum mehr vielleicht weiß, Nadine als Britin, und als Britin wird hat der auf Englisch zu präsentieren. Das zwar nicht nur mehr Britin, das auch die doppelte Nationalität, das auch Luxemburger. Den Hermann, den als Deutsch, und das ganz einfach, die schwätzt auf Deutsch, und ich selber fängt zwar an, mich habe ich nur als letztes erwähnt, schwätze natürlich auf Luxemburger. Die Sprachmix, wie Andrea da so gut gesagt hat, ist ein bisschen eine Partikularität für die Konferenz, das wird effektiv vertauscht. Wir haben uns erlebt, für das so zu machen. Wir treten noch alle Feier an, weil wir da ein bisschen den Teamgeist von unserem Büro aufstreichen. Wir funktionieren ganz, ganz viel an einem Equipegeist, an all Projekte, die noch immer zusammen entwickelt. Und das wollen wir auch in der Konferenz aufstreichen. Wie gesagt, geht für ihn, heute an der ein Deal mitzubringen, beizudrohen zur Konferenz, und natürlich als seiner Mammenspruch, wo einem Vierter noch vielleicht ein bisschen mehr Licht fallen. Den Titel von der Konferenz ist ja den Today for Tomorrow. Ich komme irgendwie trotzdem nicht allein, nachher Wort beizusetzen, und das ist die Yesterday, weil ein bisschen mein Rolle ist an dem Vortrag. Ich schwätze noch ein bisschen über die Yesterday, wie der Gast, der Dolo schon vierdrun erwähnt wird. Das Büro ist effektiv 1960, als das Büro gegründet wurde von meinem Pap. Das stimmt effektiv. Mein Pap kommt aus Afrika herum. Hier haben wir ein Foto, das ein bisschen für uns, für mich oder auf jeden Fall eine gewisse Symbolik hat. Das ist im Jahr 1991, wenn ich nicht irre, wo mein Pap ein bisschen die Hand übergehen wird und die nächste Generation. Da sehen wir mein Pap, den leider 4 oder 5 Jahre verstorben ist. Auf dem Bild, ich selber sind auch noch ein bisschen jung. Und Nadine ist so gut drauf. Nadine hat da just sein Debüt in meinem Büro angefangen. Mit Nadine dreht halt ein bisschen direkt, aber wir erkennen Nadine auch drauf. Für da kurz, auch trotzdem, unter der Epoche von meinem Pap aus Afrika zu kommen, haben wir 2 Projekte herausgepickt, die wir fanden, dass die Haut an der Architektur noch zeitlos sind. Da das einmal links das Sanatorium von Makala und rechts die Residenz vom Gouverneur. Die 2 Projekte aus einer Epoche, wie gesagt, von den 50er, 60er Jahren, also die Architektur, mit der könnte mir als ehrlich gesagt auch noch identifizieren. Als nächstes Projekt, den ich euch wollte weisen, den auch aus der Epoche von meinem Partner ist, ist die Bridler Kirche. Die Bridler Kirche von gebaut gehen 1966, ein ganz für mich Schenkgebäude, wo letzte Woche konnte man in der Presse lesen, dass die Kirche denkmalgeschützt ist. Das natürlich, da sind Weiche schon für den Tomorrow gestaltet. Da muss ich schon sagen, da war die Architektur schon nicht ganz falsch. Hier 2 andere Projekte, die auch ganz flott sind. Einmal Kirche vom Kirchfest von Merl. Das ist eine ganz flotte Architektur, erinnert mich ein bisschen um Niemeyer
seine Architektur von der Kathedrale zu Brasilia, ganz flottes Projekt, an ein anderes wichtiges Projekt von meinem Papst seiner Zeit, wo ich auch noch sogar selber darüber geschafft habe, wie ich mein Debüt in einem Büro hatte, der Schrasscher Prison, den alle Menschen kennt. Ich muss sagen, die Schrasscher Prison hat nicht mehr von außen. Nein, ich habe zwar auch viel Zeit Bannen verbrüht, ganz viel Zeit Bannen drauf verbrüht. Und ich habe immer gesagt, all die Stunden, die mir da Bannen drauf verbringen, ich werde die hoffentlich gut geschrieben kriegen, den Tag, wo ich muss dazu kommen. Aber die Prison hat uns ganz viel auch geholfen an der Zukunft vom Büro. Das war schon eine wichtige Referenz an Milieu Carceral, weil unser Büro hat ein bisschen noch die Partikularität, dass man an dem Prisonswesen gut evoluiert tun und wir sind auch dadurch ein bisschen über die Grenzen noch herausgegangen. Also so, dass wir auch ganz hofrecht sind über den, das Gebäude von meinem Papa damals. Es sind zwei Projekte aus einer Epoche intermediär, wo mein Papa schon nicht mehr im Büro war, Projekte, wo wir damals ganz hofrecht waren, doch halt nach sind. Ob schon mal halt Fleisch geben, verschiedene Sachen auch ein bisschen anders machen, wird das trotzdem keine schlechte Architektur gewesen. Da das links Gebäude vom Private Banking von der ING auf der Rescher Straße, auch jetzt Gebäude von der CGFP um Kirchbirsch. Dann der Gast wurde vierdrin erwähnt. Ich wusste nicht, dass das ein von den ersten großen Projekten war. Hier aus dem Land, den Centre Milius, als effektive Gebäude, weil es ganz viel an den Schlechtzeilen ist. Ja, das stimmt. Der Centre Milius wird eben müssen Platz lassen. Für andere Ideen. Ich meine, heute ist das als Architektur nicht, wie wir das vier gesehen haben, bei der Bridler Kirche. Als nicht für ewig. Das Centre Milius wird eben müssen Platz lassen für eben andere Revolutionen. Das ist nicht den einzigen, das ist auch nicht das einzige Gebäude, was schon aufgerabt ist, wo mein Papa früher ein geplant wird. Das ist nun halt mal so. Das ist auch nicht allein das einzige drinnen, das andere Gebäude von der Bank General, als ihr auch schon aufgerabt gehen. Nur noch einen kurzen Ries an den Passé. Kommen Sie mal ein bisschen auf den Präsent. Also Büro heißt die Architektur und Aménagement. Denn Architektur ist so ganz klar, für wert Architektur. Das ist ganz einfach, weil Architektur ist immer noch eine Tab-Aktivität. Das zweite Wort, Aménagement, hat ein bisschen eine Doppelbedeutung. Aménagement ist einmal zu gebrauchen für Aménagement du Territoire oder für Aménagement intérieur. Das heißt, der Zoom von der Architektur, das Spektrum geht ganz weit. Wir gehen zurück bis auf die Landesplanung. Und so verdäufen wir auch als Architektur bis an den letzten Detail an der Innenarchitektur. Dafür fand ich, dass ein Titel, den wir damals gewählt haben, Architektur plus Aménagement, ganz appropriiert ist. Wir haben mit den Aktivitäten am Städtebau haben wir angefangen für eine Dose Jahren. Das wird sich ein bisschen so ergehen, wie das neue Gesetz, 2004er Gesetz, kommt vom Aménagement du Territoire. Wo man gemerkt, dass das ein gutes Sache wird, die das auch heute nicht lädt. Ganz im Konträr. An alle unsere Projekten greifen wir ganz oft darüber zurück, dass wir den Zoom wirklich städtebaulich gucken, an unsere Projekten wirklich bis an den Detail analysieren. Und es könnte uns schon so gut, dass wir auch an unserem Büro vielleicht die Partikularität tun, dass wir am Aménagement du Territoire tätig sind. Wir haben nichtsdestotrotz auch nach etwas Ernst, wir sind zu zwei Assoziien, Expert en Bâtiment, ich will nicht Werbung machen für uns, wir wollen so, dass die Architektur ein sehr ist, wir wollen aber eine Qualität so bauen, dass unser Klient auch hier nur wirklich zufrieden ist und dass ein so Mann wie möglich Probleme hat. Dafür sind zwei
von den Associés, Nadine und ich, Expert im Bâtiment, und wir gesehen halt, an dem Moment, ob den Expertisen am der täglichen Leben, werden so durch immer verbracht wird. Und wir versuchen, aus denen Sachen leer zu kriegen, und das bei unseren Projekten dann eben nicht zu applizieren. Das ist an sich eine Information continue, wenn in so viel tun. Hier sind ein paar Schlagwörter von der Approche und Philosophie von unserem Büro. Wir haben einmal den Programm, für welches Programm, weil den Inhalt, die Effizität, Kompaktheit, der Versage von den Projekten als ganz wichtig sind. Der Kontext, all Projekte, mit seinem eigenen Kontext und seinem eigenen Umfeld, das am Anfang soll in das nicht im Zufall überlassen sein. Konzept, wir wollen an unseren Projekten kohärent und funktionell sein. Qualität, ganz klar, Environment, Budget, Respekt vom Budget, Respekt von den Delayen, als für uns ganz wichtige Faktor. Ich stehe noch immer bei uns im Büro, das wird uns am wichtigsten ist, als nicht unbedingt das finanziell. Und nächster Platz als für uns Zufriedenheit von unseren Klienten. Als Klient an alle guten unseren Projekten, das was mich am meisten interessiert, ist, dass unser Klient zufrieden ist. Und zweiter Platz könnte natürlich, dass wir auch ein Flottgebäude wollen, nur eine Flottreferenz. Und letzter Platz könnte ich den finanziellen Aspekt. Hier sehen wir, eine Sequenz von rhythmierten Facetten, wo wir wollen weisen, dass das Büro trotzdem an eine Kontinuität schafft. Wir sehen hier links den Centramilius. Direkt hinten drin haben wir eine Prison, die noch fertig gebaut ist, an der Schweiz, zu Genève. Dann haben wir Facettenelemente von der CSSF auf der Heller Straße. Und dann als allerletzt ein Facette von einem Konkurs, den wir nur recht vor kurzem aufgehen und wo die Resultate manchmal nicht raus sind. Aber hier sehen wir, dass das trotzdem eine gewisse Kontinuität hat vom Passé abhaut. Dann ist es schon angedeutet von den Konkurren. Hier ist ein Slide mit einer ganzen Reihe von Konkurren von den letzten Jahren. Konkurren, wir kommen heute nicht mehr lernen, Konkurren. Ich kann mich immer erinnern, wie die ersten Konkurren rauskommen sind. Ich greife halt immer auf meinen Pap, die Erfahrung von meinem Pap zurück. Mein Pap hat sich furchtbar aufgeregt. Da fängt es so nach Doma darum. Ich meine, das wäre nicht falsch, weil die Konkurren bringen trotzdem der Architektur ein großes Plus. Wir sind obligiert, an einer Liga mitzumischen, um höchste Niveau. Wir wohnen als Büro und immer mehr an Deutschland durch Konkurren zu machen. Und wir kämpfen da vis-à-vis mit der Weltklasse. Und ich muss sagen, wir haben sogar gemacht. Wir haben sogar verschiedene Forscher, wo wir uns können am Anfang stolz aufgestoppt sein. Voilà. Hier sehen wir einen ganzen Kopf von den Konkurren. An den nächsten Slide. Das sind am Anfang die Konkurren, wo wir gewonnen haben, respektive wo wir beauftragt gesehen. Und ich fand das dort schon nicht schlecht ist. Wir sind auf alle Fall zufrieden. Wir investieren am Büro ganz viel an die Philosophie von der Konkurren. Wir kommen eben auch, dass das nicht wieder lernst. Die Zeiten, wo mein Papa hat immer gesagt, die Affären, die laufen am Bistro. Ich meine, die Zeiten sind definitiv River. Konkurs ist eine Sache, die bei uns am Büro inkontournabel ist. Wir haben sogar Pferde gespürt. Wenn ich nicht irre, dass wir am letzten Jahr 10 Stück gemacht haben, was für unser Büro exzeptionell war, ganz, ganz, ganz viel, wo wir ganz fleißig wären. Wie gesagt, hier sind alle gute die Projekte, die wir die in der vollen Spur tun, die wir quasi auch alle gute realisiert haben, außer einem ganz überriert. Bon, ich meine, ich hätte nur genug geschwärzt, ich weiß nicht, ob ich zu lang oder zu kurz war. Und ich gebe für das Funktionament am internen Büro, haben wir ja noch drei
Leute an den Drohnen, die ein bisschen mehr im Detail erklären, wie wir am Büro funktionieren. Und ich gebe für die Approche und Konzeption und Entwicklung, gebe ich mal dem Stéphane das Wort gehen. Ich sage nicht, merci, Stéphane, c'est à toi. Ça marche, le micro, tu dois éteindre le tien. Moi, est-ce que le mien marche? Oui. Ça marche. Ou pas. Bertrand a montré une image avec des concours. On voulait aussi vous expliquer un petit peu, maintenant un peu plus en détail, la méthode qu'on utilise pour arriver à ces concours ou de manière plus générale au projet. Donc on va parler un peu de la méthode de recherche. Tac. Mais avant ça, on voulait juste un petit peu rappeler que finalement, il n'y a pas simplement l'image des projets, comme on a montré un peu les renderings ou les perspectives, qui donnent parfois l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de travail, ou en tout cas que c'est facile, que c'est un peu magique, on a hop, une idée géniale, on a soudainement un super projet. En plus, on gagne beaucoup d'argent. Et après, on met ça sur Facebook, et puis tout le monde aime bien. Et puis, c'est un peu le système des star-architectes, où ça multiplie un peu ces idées ou ces images un peu faciles. Alors que, en fait, la phase de travail est plutôt plus longue, avec une phase de recherche, avec des essais et des erreurs, où on développe dans un sens, et puis on doit s'arrêter, et puis on revient dans l'autre sens. Et puis, finalement, c'était peut-être bon quand même, et puis on va valider, on prend une décision, et puis il faut le dessiner. Et c'est là qu'on se pose la question de savoir comment on le dessine, surtout maintenant avec tout ce qui est BIM, de savoir qu'il faut avoir des compétences informatiques, il faut presque être ingénieur pour pouvoir dessiner, en plus il faut des connaissances en bâtiment, et puis il faut avoir une bonne idée pour un bon projet. Et là on arrive alors à un projet final, et ce qui est important pour nous, c'est malgré ces cheminements, d'avoir toujours une vision complète depuis le début jusqu'à la fin du projet, qui n'est pas vraiment une image, mais plutôt une ambition, en tout cas, pour arriver à un résultat satisfaisant pour le client ou pour le programme du concours, si on n'a pas un client direct. Encore une autre petite image de théorie avant de passer au projet. On n'a pas vraiment un style dans le bureau, on a déjà parlé, c'était aussi dans l'interview d'Archiduc, mais on est un peu inspiré, si on veut, du minimalisme. Maintenant, on n'est pas absolument des puristes, mais par contre, on aime bien réfléchir à quelque chose qui est simple, simplifier les concepts, simplifier les idées, pour proposer en fait quelque chose qui est pratique et quelque chose qui est intemporel. Donc, c'est aussi un peu ce qu'on a vu dans la slide avant avec l'évolution au fur et à mesure du temps, c'est qu'on essaye de prévoir aujourd'hui justement pour demain et donc de ne pas vouloir absolument suivre la dernière mode, sachant que dans 5 ans, le bâtiment, on ne voudrait plus le voir. Plus nous et surtout pas les utilisateurs ou les gens de la ville ou du contexte, peu importe. Et donc une petite illustration de ça, c'est des maquettes de recherche qu'on a faites pour un concours l'année dernière. C'est un concours pour une extension d'un palais de justice à Karlsruhe. Et donc on a testé différentes formes parce que c'est pas parce que nos projets ils se ressemblent un petit peu qu'on n'essaye jamais rien d'autre et qu'on applique toujours la même méthode. Donc on essaye parfois des choses un peu différentes. Bon, j'ai pas besoin de les montrer de toute façon. Il y a des courbes, il y a des angles, il y a un peu de tout. Donc on n'est pas fermé. Et puis malgré tout, au fur et à mesure que ça évolue, pour différentes raisons, parce que peut-être c'est pas fonctionnel, c'est pas rationnel, on revient parfois à des solutions plus simples. Et finalement, ce qu'on a proposé, c'était ça. On avait travaillé sur ce projet d'ailleurs avec l'OTSVD de Cologne. Et donc on avait un volume relativement simple qui était à la fois qui respectait les alignements des bâtiments historiques qui étaient tout autour, puisqu'il y avait un contexte assez important, et puis qui était installé dans le parc. Maintenant, on n'a pas gagné le concours, mais c'était plus pour montrer les petites maquettes qu'il y avait avant. Une deuxième loi qu'on utilise beaucoup, à propos de ça, est-ce que j'ai mentionné le livre ? Je ne crois pas. C'est un livre sur la théorie de la simplicité de John Maida. Et ce sont 10 petites lois. Tout le monde peut le lire, c'est vraiment intéressant. Ça ne concerne pas l'architecture, ça concerne un peu tous les principes de la vie et du design, de la technologie, business life. C'est ce qui est indiqué là en haut. Et donc, on ne va pas les expliquer toutes. On va juste en prendre quelques-unes pour illustrer. Et donc, une deuxième loi importante pour nous, c'est l'organisation. Quand on a beaucoup de choses, d'un programme très complexe par exemple, c'est important d'essayer de les organiser pour obtenir un résultat qui paraît simple, même si en fait il est complexe. Et donc, pour illustrer cette loi-là, on a pris maintenant un exemple qu'on va développer un peu plus en détail, qui est
le projet d'extension de l'établissement fermé de la Brenna à Genève, dont Bertrand a rapidement parlé juste avant. Et donc, nous, ce qu'on reçoit, ah voilà, ça, c'est un organigramme avec différentes fonctions et différentes surfaces. Et puis, on fait des tests un peu en 3D pour essayer d'organiser les fonctions entre elles. Et ça, c'est finalement la phase la plus importante pour nous, parce que c'est là que tout se décide plus ou moins, où les relations, les problèmes de vis-à-vis, les problèmes de superposition des fonctions, c'est là que tout se met un peu en place, sans qu'on ait a priori un concept ou une idée de volume en tête. Et puis après, on adapte ça aussi par rapport à différents principes ou différents schémas, puisque c'était une extension, donc un schéma d'extension un peu plus universel par rapport au volume qui existait déjà, qu'on a ensuite appliqué au terrain, puisque le terrain n'avait pas une forme évidemment aussi théorique. Et puis, on a encore agrandi les petites cours intérieures qui étaient là, histoire de s'adapter aux fonctions. Et donc, on a à la fois quelque chose qui est réduit, on a essayé de simplifier les différentes contraintes, donc d'après la première loi, et qui est en même temps extrêmement fonctionnel. Tac. Et donc, voilà le plan d'implantation final, avec différentes cours intérieures. Hop, hop, hop. Et puis, la forme qui peut paraître un petit peu tordu, mais qui en fait est très simple au niveau de son aménagement. Et voilà la maquette qu'on a remise pour le concours et la perspective d'une cour intérieure. C'est ce qui nous a permis d'avoir le premier prix. Et d'ailleurs, le jury avait beaucoup argumenté sur le fait qu'il y avait plusieurs prix qui étaient intéressants au niveau du style, mais que ce qui avait vraiment permis de nous donner le premier prix, c'était cette organisation des fonctions à l'intérieur du bâtiment, qui respectait vraiment tous les besoins d'un bâtiment carcéral, pénitentiaire, puisque c'était une prison. Donc voilà, le projet a été réalisé, il a été construit, il a été achevé l'année dernière, il a été construit en 18 mois, donc très rapidement. Par rapport à la perspective, on voit qu'il y a eu quelques modifications sur les matériaux, mais en général, on est resté vraiment dans l'idée qu'on avait au départ, surtout cette façade qui est translucide, qui est blanche, qui n'est pas en couleur de verre normal, et il y avait aussi un travail très important sur les fenêtres, qui ont des barreaux, évidemment, mais qu'on ne voit pas forcément, puisque ce sont aussi des protections solaires, des clapets de ventilation avec une protection acoustique, etc., etc. Et voilà la perspective de la cour intérieure. Alors, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment la même chose que sur la perspective du concours ? Oui et non. Oui, mais les arbres en moins, en fait. Les arbres ont été transformés en haies au fur et à mesure du développement du projet. Les haies ont été transformées en pelouse. Bon, finalement, il reste quand même quelque chose, et il y avait des plans d'eau, finalement il reste une fontaine, mais les tables de jeu sont là, et la façade est quand même claire et lumineuse, et donc ça reste quand même beaucoup plus agréable que beaucoup d'autres prisons, et en plus l'idée des arbres venait pas spécialement de nous, mais c'était presque une demande des maîtres d'ouvrage, puisqu'ils voulaient avoir une prison qui était exemplaire, qui était différente, qui offrait quelque chose d'autre, donc au début ils étaient super contents. Au fur et à mesure du projet, bon ben, les arbres n'ont pas été plantés, mais peut-être qu'un jour on peut en mettre. Voilà une vue intérieure d'une chambre qui est en fait une cellule. C'est toujours un peu délicat de parler de cellule, mais enfin c'est vraiment une cellule. Et donc c'est quand même relativement confortable. Et on voit justement, on avait fait beaucoup d'études sur des simulations thermodynamiques pour la ventilation, la lumière également. On a des fenêtres verticales, ce qui n'est finalement pas courant en prison. Et ça, on a dû aussi insister un petit peu pour garder des fenêtres verticales avec des protections solaires, comme je disais, qui sont alignées avec les barreaux pour ne pas qu'on ait des protections solaires dans un sens, des barreaux dans l'autre sens, et puis à la fin, des gens qui sont derrière un quadrillage. En même temps, les protections solaires, est-ce qu'elles sont fixes? Du coup, est-ce qu'on peut grimper dessus? Est-ce qu'on peut... Non, alors elles tombent si on grimpe dessus, mais elles ne peuvent pas tomber, sinon ça sert d'arme. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Et puis là, on voit alors différents extraits de justement cette façade qu'on voulait en verre blanc pour que ce soit vraiment lumineux même à l'intérieur, puisqu'en prison, on n'a pas vraiment le droit de voir vers l'extérieur, sinon on pourrait communiquer avec quelqu'un. Donc on a de la lumière sans vraiment avoir la vision directe. Et encore juste pour finir, quelques vues du projet réalisé, c'est parce qu'on a reçu des photos la semaine dernière, et comme ça, on peut les montrer aujourd'hui. Elles sont inédites. Alors évidemment, ce qui est en rouge, c'était le bâtiment existant. Moi, je le sais, mais je vais le dire, sinon vous allez peut-être penser que c'est nous qui l'avons fait. Nous, on a fait la partie blanche. Et alors, cette méthode de développement qu'on avait appliquée ici,
Donc on voit déjà que le plan d'implantation, si vous vous souvenez du plan qui était avant, il a été un peu raboté sur le bout parce qu'ils ont fait moins de chambres que prévu, il y a eu des élections, enfin il y a eu un peu de modification politique dans le projet. Et alors on a remis l'année dernière un autre concours qui concerne en fait ce bâtiment-ci, qui est une prison alors complète, beaucoup plus grande. Ici, il y avait 68 cellules dans le bâtiment existant et 100 cellules en plus. Ici, c'est autour de 400 cellules nouvelles, avec toute la logistique et les ateliers et tout ce qui va avec. Et donc, on a remis l'année dernière et on a gagné aussi. C'était un concours un peu plus long, un peu plus différent. On a dû travailler un an dessus. Il fallait remettre des prix détaillés, des détails presque d'état d'exécution. Donc, cette méthode de travailler sur base des fonctions, en tout cas dans ce secteur-là, mais aussi dans d'autres secteurs, semble être plutôt une bonne idée. Et le jury a choisi ce projet parce qu'il était très compact et donc plus économique et plus efficace. C'est aussi toujours de l'argent public, donc finalement. On avait du bois dans la façade de Brenaz au niveau du concours. On n'en a plus eu à la fin. Donc voilà, juste pour montrer deux exemples de concours qu'on a remis récemment avec une façade en bois, voire même une structure bois aussi. Il y a un hall de sport là, à Föhringen en Allemagne, et ici un bâtiment administratif à Frauenfeld, mais ça n'a pas marché non plus. Donc, si quelqu'un a un projet en bois, on a beaucoup de choses à montrer. Et ça nous permet d'introduire une dernière loi dont je vais parler, qui est en fait que même si on essaie de faire des bâtiments qui sont réduits et qui sont principalement fonctionnels, on essaie toujours d'ajouter quelque chose en plus, qui est ce qu'on pourrait appeler l'émotion, ou en tout cas une identité ou un caractère. Voilà un projet qu'on a remis aussi l'année dernière et pour lequel on n'a pas gagné, mais on a eu un deuxième prix, ce qu'on considère qui est aussi vraiment pas mal du tout, surtout qu'on aimait vraiment beaucoup ce projet. Et donc là, on voit un peu ce qu'on a essayé d'installer, c'est-à-dire c'est une perspective, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais il y a une relation avec la rue, on voit que c'est un bâtiment qui sert pour les gens, il y a une ambiance de lumière, et il y a une façade qui est peut-être un peu abstraite encore à ce niveau-là, c'était du béton. Donc quelque chose d'un peu expérimental aussi, et un peu différent. Donc voilà, ça concernait en fait le bâtiment qui était là, avec une partie d'études urbanistiques qui était un peu plus à côté. Donc voilà, le bâtiment était destiné pour les étudiants, donc ce n'était pas un bâtiment de salle de classe, pour l'université de Cologne. Et donc il fallait un peu quelque chose de différent pour la façade. C'était aussi une demande de la part du maître d'ouvrage d'avoir quelque chose qui n'était pas une façade de bureau ou une façade un peu plus classique. Donc on avait proposé ça. Et c'est ce qui a aussi été discuté par le jury pour l'attribution du premier prix. Maintenant, le premier prix lui avait un atrium un peu plus découpé à l'intérieur. Nous, on avait un grand atrium un peu plus droit. Et bien, peut-être que c'est ça qui a aidé. Donc on n'a pas eu le premier prix. Ça, c'est encore une autre vue. Et un dernier projet, c'est le centre d'études universitaires de Gießen, qui est un peu sur le même principe finalement, qu'on a remis avant l'université de Cologne, mais pour lequel par contre on a eu un premier prix. Et voilà un extrait de, si on veut, c'est la maquette, mais c'était un peu le master plan du début des études, où il fallait planifier un des deux bâtiments ici, qui serait en fait dans la continuité du bâtiment plus important qui était derrière, sachant que c'était également la porte d'entrée du site universitaire ou du futur nouveau site universitaire. Et là, ce qu'on a fait, c'est sur base de cette réflexion un peu logique d'organisation des fonctions et rationnelle, simple, pratique, intemporelle, on a proposé plutôt de tourner le bâtiment dans l'autre sens, de ne pas respecter le master plan, pour plusieurs raisons. Par exemple, la première, c'est que si on ne construit qu'un premier bâtiment dans une première phase, on n'arrive pas face à un demi-bâtiment. On ne sait pas s'il est fini ou pas fini. Et en plus, dans cette phase-là, on a quand même un parc ou un jardin, en tout cas une esplanade entre les deux bâtiments-là, et puis une façade un peu plus dégagée devant. Donc finalement, c'était un risque, comme beaucoup de fois dans les concours, mais un risque qui a payé cette fois-ci. Voilà un peu une esquisse de ce concept-là. Le projet, on l'a développé avec Meurer, architecte. Voilà encore juste les petits schémas pour expliquer un peu ça, le phasage, un peu toute cette communication qu'il faut chaque fois faire dans les concours quand on essaye de faire une idée qui est un peu différente et qu'on n'a pas le droit de présenter le projet. On est obligé d'essayer de produire des documents pour que les gens comprennent ce qu'on a voulu faire. Tac, et voilà, juste les coupes à l'intérieur. Donc, si le bâtiment a une forme qui peut paraître de nouveau simple, rationnel, l'organisation des fonctions, tout ça, j'ai déjà dit. Et donc là, il y a un atrium qui est un peu découpé, avec différents étages,
des salles de réunion à l'intérieur pour que les étudiants qui préparent en fait leur doctorat puissent se rencontrer, échanger à l'intérieur du bâtiment. Et voilà la perspective principale de l'extérieur qui résume un peu ces différentes fonctions, donc organisation et le caractère, l'identité du bâtiment, malgré qu'il soit simple et qu'il fonctionne bien. J'étais un peu vite, mais je ne sais pas si ça a duré longtemps pour vous. Donc moi, j'ai parlé un peu de la méthodologie et maintenant, la méthodologie de recherche des projets. Et maintenant, je vais laisser Nadine parler un peu plus de la philosophie de l'architecture elle-même, aussi à travers différents projets et le vécu des espaces et l'architecture. Merci Stéphane. So I'll take over in English for my part. Stéphane was talking a lot about emotions and methodology, and I'd like to talk a little bit about the philosophy, but also still in a couple of words on emotions. When you start a project, you have different ideas. You try and have a concept that you're going to try and develop. Then you get to the execution phase, and all of that takes a lot of energy, where everyone in the office and from us as well, we start to really get fond of the project and really get to feel that that's our creation, our sort of baby. And then you come to the execution phase with its problems or its not problems that's easy to make. And then you give over a project and you deliver it to the client. And then you hope that he also will have the same emotions that you had creating it, and the same pleasure than that you had in developing a project. So we said already before we create projects for people, and we hope that afterwards, when they're in the buildings, they're happy people. So here I'm going to illustrate a couple of projects that we did over the last couple of years. This is a housing development in Bettenburg. Sun City, or Cité du Soleil, where you have different combinations of buildings. And this project was a little bit an innovative project in one sense that we had the whole central part of the project without any cars. So you have just a circular road coming around here where the cars then disappear below into common car parks. There's one under these buildings and another one under these. In the middle, you have a whole green space, which is a park for the residents, and also with playground. And what was also innovative in this project is you had the water flow created here is actually what we call a bassin de rétention, when there's too much rain coming that it doesn't have to go into the road pipings, but it can slowly be evacuated over the whole middle green space, creating then little lakes when in times where there's a lot of water, or dry spaces and grass areas when it's dry. And here you have also a natural river which exists anyway, and so that also has a chance to get larger when there's waters. You have different types of housing here. You have residents with apartments, where you have different typologies. You've got studios, small apartments. Even at the top, you've got large penthouses with roof terraces. Here you have townhouses, where each townhouse actually has access directly from their house into their cellars and into the car park. So the car park is common, but everyone still has their own entrance to their house below their plot. And then over here you have other kind of type townhouses with the garages set on the sides or in between the buildings. And it's a project that was actually, it's got 120 housing units. And we tried to have a different typology for the different kind of buildings, but still try and keep in a uniformity, using also quite simple materials, like this, glass fiber reinforced concrete facade elements, which does give it a certain bit more sophisticated look,
but keeping it still quite simple and clear. We did a lot of work on the exteriors with green spaces, so that everyone has really the impression that they're living in the park, that when they come out of their front door, which is here, they're immediately in the green spaces and in the areas where you can play. And even the people who live around, they've got spaces where they can go for walks, where the children can play. And here, this is Balou, Bertrand's dog, who just adores when it's raining, when he can get wet and filthy, and play around there in the water. Another project, a bit in the similar concept, is in Steinsel, the strawberry fields, which is in the city center or the village center of Steinsel. Again, the same where, pushed the wrong button, where you have different housing units with apartments of different sizes around a park, which is also pedestrian, where the cars also just enter here below under a whole park deck, which is common to all the buildings. Here you have the church of Steinsel, the commune, and along here you have some little shops as well, and some common areas for parties or restaurants, etc. And then you have different types of apartments, and this project is still being developed and is going to start being built hopefully this year. And there again, it's living in the park, the principle of trying to get people, even if they live in an apartment, that they still have green space that they can go to. Another green or living in the park project is this one for a private house in Germany, which was a little existing house, which was then had got an extension. We lifted up the roof, made a lot of open spaces inside where you have lots of views outside into the park, because it's really a very big plot in the middle of the forest, so to really take advantage of the green views all around. Then a project which I think everyone knows, the school in Munsbach, the school campus, which was also a competition we won now a couple of years ago. Where you have here the existing primary school with the existing Hall des Sports, the sports complex. And the project was split into two phases. The first phase was these two extensions, where here you have the public, more common areas like the library or the salle polyvalente for the school. Here you have the précoce, the kindergarten part. On this side here, you have here in the front the crèche, and then the rest of it is the maison relais for the whole campus. And then in the second phase, there came the new sports complex with a three splittable sports terrain building. And then in the middle as well, public spaces here the parking and drop-off and kiss and fly, or kiss and, well, drive for the children. Kiss and cry, as you sometimes call them as well. And in this context, I was talking about emotions and about doing buildings for people. In this case, the people, they were little people or even very little people. And so here we went about it a little bit differently. We tried to create a little bit more playful areas. And with that, we developed also a color scheme, a little bit in a different kind of concept than maybe you do buildings for adults, where we played with colors, with shapes, with different also heights of furniture, because so that the children, first of all, they learn colors, second of all, they learn to recognize spaces and to get their orientation in a building by seeing colors and shapes more than just letters and words. And so that that then made spaces where the children recognize then in that kind of space the orange is on that side, so that's the room where we're going to go and do that sort of game. We also were very careful to make windows that the children could see out of, because usually if you do just normal for adults, they're sort of
always in the dark. So we had places where the kids were, where you have views towards the outside. Here as well, this is in one of the meeting rooms for the teachers, which also they then have a color scheme, working with simple materials, concrete and wood, and then also all furniture that's made made to measure and custom made. And then there's two rooms that are very beloved from the children and also from the personnel. On the left here you have what they call the snoozle room, which is a room where they can go and cuddle up on the mattress, take their cushions, their teddy bears, and get some stories read, listen to music, also rest, and again they have colors and shapes that they can identify themselves with. And here, this is the dormitory, or the place where they make their afternoon little naps. And instead of having just normal baby beds next to each other, like usually you have in kindergartens or in crèches, we made them a sort of a little beehive dormitory, where they each have their little dens that they can crawl into, and that they can then also see out of the top through colors and lights. And that's something that the children, they quite enjoy that. This is the sports complex on the left from the outside, where you also see the public space outside between the school extension and the sports complex. There again, we tried to work again a bit with colours to have a little bit more playful elements also on the outdoor spaces. And inside the sports centre in the staircase, instead of putting a sculpture of some artist or so, they decided with an artist as well to make an art piece that the children contributed to. So the children were asked to paint whatever they wanted, to use their imagination, colorful, etc. And then a certain selection was made, and then they hung these up as an art piece, but done by the local kids from the school, which was a very nice idea also for them. Then an office fitting project for Amazon Europe. We had the opportunity in the Rive de Clausen when they made the buildings. They left the main concrete buildings, but they hadn't fitted out the interiors yet. So we were asked at the time, when Amazon came to Luxembourg, to do the interior fitting for their offices and also their corporate ID, and which we had great fun doing as well. It was a bit challenging as well, because Amazon, they used to have a little bit more dense office space than what we're used to having, and we also had to go and try and convince the ETM to make sure that was possible. We had quite a lot of discussions also with the fire people from the city of Luxembourg, because of distances and densities and how many working spaces you can have. But in the end, everyone found a consent, and so that was quite a challenging project in that respect. And here, we made them a world map where they then the dots where they open new offices or call centers or logistics centers, etc. And there as well, as we made their corporate ID, it was a little bit, I mean, Amazon, everyone knows their color is orange, so of course that's the color that comes back everywhere. And then instead of just having meeting rooms with a name or a number, number 2.0 on floor, on second floor, we proposed them on their glass panels, to put some serigraphic adhesive film, and we made then the meeting rooms according to the different themes of different metteurs en scène, screenwriters. So this is, for instance, one from Almodovar with Penelope Cruz in one of his films. Then we also have our entrance lobby from our offices that we also redid 2 years ago, where we also experimented a little bit with new materials. We were using coherent to do interior furniture with lighting integrated. We also drew the
the seating parts and had those made also to measure by a local furniture maker, and so try and have a very clean, sober entrance. We also took out the granite that we had on the floor to see to have an floor without any expansion joints, so that we have really the impression that it was just sort of poured across the floor. And then, of course, all these projects that we've all been talking about, of course, are not possible without a dedicated team of workers and of friends and architects and all our whole office team, to whom we, of course, always thank very much. We said also before, we work as a team, always together, so we make lots of workshops and brainstorming meetings to try and discuss, because in more heads there's always more ideas, so that's definitely something that we always found works in a very good way for the benefit of a project. Work hard, play hard means as well that we don't only work, we also have fun at the office. Being over 30 people at the office means that we have lots of birthdays to celebrate, and they all get celebrated. In summer, we're outside. We do also grill parties. In winter, we do it inside. Our offices are down by the kitchen, and everyone is always very happy to participate in that. We also organize throughout the year visits of our building sites, our own building sites, or also other ones, which we find also very interesting for them, because it's not only that they draw on the plans in the office, they should also see what the result of their drawings are, because without their drawing, the building couldn't be afterwards standing there. So another of the laws that Stéphane mentioned also in the books is that knowledge, of course, makes everything simpler. The more you know, the more you can put input into a project. And so we also encourage everyone to go and see exhibitions, to go and see conferences, to document themselves on new materials, on new techniques. And you never finish learning. Everyone, you still learn every day. And only last week we made a visit to Esch-Belval to do a little bit of an architectural guided tour through Belval, to see also other buildings, and which is also a big, nice sort of playground for architects, where there's lots of buildings that are being developed there, and so that's very exciting exciting site. And I'm going to let Hermann talk to you about the execution of some projects, and also some ups and downs that one has in a project, which give us sometimes some emotions, sometimes a bit of heart stop emotions, but again, it's part of it. Merci, Nadine. Ja, die Ausführung von Projekten. Wir haben jetzt sehr viel über Entwicklung und Konzeption gehört. Die Ausführung, vielleicht kennen viele das Gefühl, dass man ein Projekt entwickelt hat, es ist gut geworden, und dann möchte man das umsetzen und stellt fest, dass das gar nicht so einfach ist. Das passiert uns öfters. Das Ganze ist dann so ein bisschen wie Segeln gegen Wind oder im Sturm manchmal sogar. Und man möchte dennoch das Ziel erreichen, was man sich vorgenommen hat. Und dazu ist es halt notwendig, dass man öfters mal den Kurs ändert oder dass man die Richtung korrigiert und immer dieses Ziel im Blick hat. Die Literatur sagt eigentlich dazu, dass ein Projekt so aus, oder die Projektmanager sagen, dass es aus den drei Punkten Qualität, Kosten und Zeit besteht.
Und das definiert dann das Projektziel. Wir gehen eigentlich einen Schritt weiter und sagen, für uns ist das Ziel, wie der Bertrand gesagt hat, die Kundenzufriedenheit, das ist unsere oberste Priorität. Und wir hatten jetzt mal drei Projekte mitgebracht, wo man das exemplarisch mal sehen kann, wie wir mit den Projekten arbeiten. Die sind in unterschiedlichen Entwicklungsständen oder teilweise auch in der Realisierung. Das ist ein Projekt in Brittel, die Sporthalle. Das war ein gewonnenes Verhandlungsverfahren. Die Jury hat gut gefunden, dass sich das sehr gut in den Kontext integriert. Das ist eine Ortsrandsituation. Es gibt hier eine Einfamilienhausbebauung. Das heißt, es ist sehr kleinteilig. Und wir kommen mit einem relativ großen Volumen in diesen Bereich, was wir eigentlich so nicht zeigen wollen. Und haben versucht, dieses Volumen, weil das Gelände auch um eine Etage fällt, zu integrieren in das Gelände. Dadurch kann man die Höhe halbieren und hat nur eine eingeschossige Fassade auf der Straßenseite, während man jetzt hier im südwestlichen Bereich dann den Ausblick über zwei Geschosse hat in die Außenanlagen mit Tennisplätzen und vor allem halt ins Grün. Ein wichtiger Aspekt bei dem Projekt war, dass man auch ein homogenes Volumen schaffen wollte. Ein homogenes Volumen, warum? Weil es dadurch auch kleiner wirkt. Es hat keine Maßstäblichkeit. Und wir haben uns da inspiriert von der Kirche in Brittel. Die haben wir ja vorhin schon gesehen, von René Schmit. Die hat eine ganz interessante Fassadengestaltung. Und diese Strukturen, die haben uns inspiriert, das neu zu interpretieren und für das Gebäude einzusetzen, um den Bauplatz herum ist Waldrand, also fanden wir das ganz logisch, mit Holz zu arbeiten. Das hat auch allen sehr gut gefallen, bis wir dann in die Realisierung gingen und der Bauherr gemeint hat, wir müssten mal über die Fassaden sprechen. Wir werden das doch wohl nicht so bauen wollen. Wir waren völlig entsetzt, weil bisher fanden es ja alle gut. Aber der Bauherr wollte eigentlich eine Fassade, die, hoppla, die genauso aussieht wie die vorgeschlagene, aber wartungsfrei ist, ewig hält, nicht brennbar ist und keine Kletterhilfe darstellt. Also haben wir Alternativfassaden entwickelt. Wir haben gesagt, ja, normales perforiertes Metall mit einem Farbspiel. Wir haben vorgeschlagen, eine Cortenfassade mit einer ähnlichen Struktur, die wiederum die Holzfassade neu interpretiert. Und wir haben gedacht, vielleicht könnte ihn aber auch eine einfache Holzstrukturfassade überzeugen, weil das auch sehr nahe am ursprünglichen Thema ist. Letztlich haben wir uns dann auf dieses Konzept mit dem Bauherrn geeinigt und das wird dann so auch umgesetzt jetzt. Das nächste Projekt ist in Eschbellval, das Bâtiment Laboratoire hier. Hier ist die Maison du Savoir und wir sind hier eigentlich an einer ganz prominenten Stelle. Das Ganze ist ein L-Gebäude. Im Grunde sind es zwei L-Gebäude, die wie Yin und Yang nebeneinander stehen. Jedes hat seinen Hof. Hier ist ein Anlieferhof, hier ist ein Eingangshof. Die zwei Gebäude sind deshalb wichtig, weil beide gemeinsame Untergeschosse haben.
die sind miteinander verbunden und die sind auch von der Funktion her quasi eine Einheit. Dieses Gebäude ist relativ komplex von der technischen Seite her, weil der Nutzer nicht feststeht. Das heißt, wir brauchen eine maximale Flexibilität. Es müssen alle Labor-Varianten von P1 bis Reinraumlabor in dem Gebäude möglich sein, aber auch eine Bürofunktion oder Konferenzen. Man sieht jetzt hier so einen Systemgrundriss von dem Gebäude. Das hier ist zum Beispiel so ein Speziallabor, was schwingungsfrei ist. Das hat so eine Decke, die quasi keine Schwingungen durchgehen lässt für ganz sensible Geräte. Es gibt das Konferenzzentrum in der Mitte. Und hier gibt es quasi diese Standardlabore. Jeder Bereich hat seinen Kern. Das ist gerastert. Und da kann man sowohl eine Büronutzung als auch eine Labornutzung integrieren. Erstaunlicherweise hat das Gebäude relativ viel Untergeschossfläche. Das liegt zum einen daran, dass man eine Kälteproduktionszentrale hier unten hat mit Überhöhen. Und oben drüber sind dann die normalen Geschosse. Die letzte Etage ist rein Technikfläche. Die Bautiefe hier sind 16 Meter, obwohl es nur 3 Etagen sind. Und die Grundfläche von den beiden gemeinsamen Untergeschossen hat die Größe von einem Fußballfeld. Das heißt, der Aushub, der hat auch relativ lange gedauert, 9 Monate haben wir gegraben. Und dann ist auf einmal was passiert. Damit haben wir nicht gerechnet. Die Experten haben gesagt, höhere Gewalt. Ja. Kurz davor hat auch scheinbar jemand da irgendwelche Risse fotografiert, als die Erde dann hier aufgeklafft ist. Also größere Katastrophe. Wir haben ein bisschen bei der Recherche für den Vortrag im Archiv geguckt. René Schmit hatte auch schon ähnliche Probleme. Stéphane hat geguckt, Law 9 hat uns auch nicht weitergeholfen. Also was macht man da? Keine Ahnung. Wir haben einfach weitergemacht. Weitermachen bei dem Projekt heißt halt, dass man die Grube wieder verfüllen muss. Man muss sie sichern, man muss den Verbau verstärken, neu machen. Erst alles, was man rausgenommen hat, wieder reinfüllen, bis zur Hälfte etwa, bis alles wieder sicher ist und dann wieder rausnehmen. Das hat 12 Monate gedauert, zusätzlich. Da hat man natürlich ein zeitliches Problem. Wir hatten aber auch ein bisschen Glück im Unglück. Erstens hatten wir eine sehr gute Aushub- und eine entsprechende Rohbaufirma. Die haben sehr flexibel mitgearbeitet. Das hat man nicht immer. Zweitens hatten wir einen sehr guten Statiker. Und drittens kam dem Bauherrn auch noch ein Zufall zu Hilfe. Er hat einen Nutzer gefunden. Allerdings wollte der Nutzer das Programm komplett ändern. Das klingt jetzt da nicht so kompliziert, weil die Hülle eigentlich nicht verändert werden konnte. Aber durch die neuen Nutzeranforderungen musste die ganze Technik von dem hochinstallierten Gebäude umgeplant werden. Wie lange hat es gedauert? 12 Monate. Also hat der Bauherr dadurch keine Zeit verloren und er hat einen Mehrwert generiert, nämlich 2300 Quadratmeter mehr Nutzfläche.
Dann haben wir noch ein letztes Projekt, was wahrscheinlich die meisten kennen. Das ist die CSSF. Das war ein erster Preis in einem Verhandlungsverfahren mit unseren Kölner Kollegen, JSWD. Wir haben uns auch sehr gefreut über das Projekt, bis der Bauherr dann kam und gesagt hat, er hätte längst nicht so viel Geld zur Verfügung, wie wir denken würden. Und außerdem bräuchten sie noch etwa 10% mehr Fläche bzw. Arbeitsplätze. Damals war die CSSF mit etwa 450 Arbeitsplätzen bestückt. Und durch die Umstrukturierung und neue Tätigkeitsfelder kamen weitere dazu. Also der Neubau hat gestartet mit 600 Arbeitsplätzen. Aber für die Realisierung sollten dann 650 Arbeitsplätze umgesetzt werden. Ja, wo soll man die hernehmen? Das Volumen, das war nicht vergrößerbar. Wir waren überall am Limit. Abgesehen davon hatte der Bauherr ja kein Geld. 10% mehr Fläche. Dann haben wir natürlich vorgeschlagen, Open Space. Die hatten überall Einzelbüros geplant. Die Antwort war natürlich klar und prompt. Das geht nicht. Unser oberstes Gebot ist die Diskretion. Kann man überall machen, außer bei der Bankenaufsicht. Dann haben wir ganz viel experimentiert mit Achsrastern für Büros und haben auch die Fassade angepasst, aber das Haus wurde nicht so richtig größer. Letztlich konnten wir dann einen Vorschlag unterbreiten, dass man einfach den Mix von Einzelbüro zu Gruppenbüro, also Gruppenbüro sind bis zu 5er Büros, verändert hat zugunsten der Gruppenbüros, und dadurch hat man dann die 50 Arbeitsplätze auf derselben Fläche unterbringen können, ohne dass es halt eine Nutzungseinschränkung für die CSSF gegeben hätte. Man sieht jetzt da nochmal den Schnitt, das Gebäude. Das Gebäude hat ein Gartengeschoss, das Gelände fällt auch um eine Etage. Und hier wurde diskutiert, falls wir das Ziel nicht erreichen, dass wir diesen Hof hätten schließen müssen, um Arbeitsplätze zusätzlich unterbringen zu können. Das hätte natürlich der Qualität enorm geschadet. Und wir sind froh, dass wir das anders gelöst bekommen haben. Das ist jetzt ein Blick im Eingangsbereich innen und hier so ein Gruppenarbeitsplatz. Und hier ist das fertige Resultat, wie es wahrscheinlich die meisten kennen. Wir wollen damit sagen, dass eine gute Architektur niemals möglich ist, wenn der Bauherr nicht dahinter steht und dieses unterstützt. Wir möchten generell eine nutzerfreundliche Architektur und eine nachhaltige und zukunftsträchtige Architektur machen, zusammen mit Bauherren. Eine Architektur für die Zukunft, eine Architektur today for tomorrow. Vielen Dank.